Taiyasui Sketches oder wie sie auf dem Bildschirm beschriftet ist, nur Sketches, ist eine einfache und doch sehr mächtige Zeichen-App. In diesem Tutorial zeige ich dir die wichtigsten Grundtechniken. Zunächst einmal die Benutzeroberfläche. Du könntest jetzt mit deinem Tipp auf das Plus gleich mit deiner neuen Zeichenoberfläche loslegen. Vorher aber noch ein Blick auf andere Elemente der Benutzeroberfläche. Das Fragezeichen öffnet wie ein kleines Handbuch, durch das du dich durchklicken kannst. Das lohnt sich sicher mal. Und wenn du die Zeichenmappe schließt, so siehst du weitere Funktionen. Hier wirst du aufgefordert, auf spielerische Weise dich mit dem Programm auseinanderzusetzen. Man könnte die Pro-Version freischalten. Ich arbeite normalerweise mit dieser Version, weil ich da dann eben auch Ebenen zur Verfügung habe und bei den Werkzeugen doch noch deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten habe. Dann kannst du dir Beispiele, die mit dieser App erstellt wurden, anschauen und mit Sketches lernen. Hast du ganz viele Tutorials, die dich an die verschiedenen Funktionen heranführen. Jetzt aber zurück zum Start. Ich öffne nochmals die Zeichenmappe. Hier werden dann all deine Zeichnungen gesammelt. Du kannst selbstverständlich auch mehrere solche Mappen anlegen und so ein bisschen Ordnung schaffen. Über das Zahnradsymbol kannst du die Art des Papiers und die Größe auswählen. Ich nehme jetzt mal die Bildschirmauflösung, aber wie du siehst, kannst du also auch größere Dateien anlegen, beispielsweise A4. Ich bestätige das und kann sogleich loslegen. Du siehst hier die verschiedenen Werkzeuge vom Bleistift über den Fineliner, den Filzstift, den Tuschpinsel und hier unten rechts kannst du die Farbe wählen. Ich nehme mal schwarz und weiter oben hast du hier die Durchsichtigkeit. Du siehst in der Mitte, wie sich die Vorschau verändert und du hast hier die Größe, die du anpassen kannst. Ja, und dann lege ich gleich mal los. Das soll jetzt so eine Glühbirne geben. Als nächstes male ich mit Aquarellfarbe. Ich wähle also das Pinselsymbol, wähle eine andere Farbe, zum Beispiel Gelb. Auch hier wieder achte ich darauf, dass die Deckkraft nur 50% beträgt, dass sie also so durchscheinend ist. Du könntest hier den Farbauftrag noch einstellen, so wird er sogenannt lasierend aufgetragen. Also das heißt, die Schichten überlagern sich und ich mache den Pinsel noch etwas größer. Und wie du siehst, wie ist der Farbauftrag sehr zart. Und es wird auch nicht intensiver, wenn du länger darauf herumfährst. Beim nächsten Mal kommt dann eine weitere Farbschicht dazu. Allerdings gibt es dann so wie Ränder, wie du siehst. Und diese Ränder, die möchte ich jetzt auch noch ein bisschen verwischen mit diesem Wischwerkzeug. Hier, du kannst das ganz weich vermengen und so weichere Übergänge machen. Hier noch der Glühdraht. Da muss ich jetzt natürlich wieder schwarz wählen. Wenn du einen Fehler gemacht hast, so kannst du mit zwei Fingern drauf tippen oder hier oben links hast du auch diese Pfeile nach links für rückgängig oder nach rechts wieder herstellen. Also als Farbe schwarz und hier nun dieser Glühdraht, sehr fein. Nun radiere ich noch einen Teil, hierfür zoome ich ganz nah ran. Da bin ich ein bisschen zu nah rangegangen. Du siehst, du kannst hier sehr präzise noch die Kanten bearbeiten. Das treibe ich jetzt aber nicht zur Perfektion. Ich denke, das Prinzip ist soweit klar. Zum Schluss noch das Gewinde. Das mache ich zu einem blassen Blau. Und hierfür wähle ich
vielleicht dieses Werkzeug hier mit dem Pinsel, wenn ich das sehr fein gemacht wird, kann ich eine Fläche aufziehen, die dann sofort geschlossen wird. Also ich umfahre die Konturen und du siehst, es wird gleich geschlossen. Oder auch spannend, dieses Lasser-Symbol, hier wähle ich vielleicht einen etwas blasseren Farbton für den Schatten. Da zeichne ich einfach einen Kreis und schon hast du diese Fläche gefüllt. Und spannend auch hier, wenn du erneut einen Kreis aufziehst, so überlagern sich diese Flächen. Damit kann man recht hübsche Effekte erzeugen. Ja, vielleicht noch der Glanz zum Schluss, nochmals mit Gelb. Sehr praktisch ist auch das Ausschneidewerkzeug. Es wird, wenn ich es das erste Mal auswähle, gleich noch erklärt, was ich damit alles tun kann. Ich kann es brauchen, um etwas auszuwählen und anschließend zu verschieben oder zu duplizieren. Wenn ich also nur reintippe, dann wird alles, was in dieser Ebene liegt, ausgewählt und ich kann es verschieben. Ich kann es auch verkleinern oder vergrößern. Ich mache es wieder rückgängig oder ich kann auch nur einen Teil auswählen und den verschieben, vergrößern, drehen mit zwei Fingern. Und wenn ich sofort mit zwei Fingern wegfahre, so wird eine Kopie erstellt und ich kann mit dieser Kopie weiterarbeiten. Und das ist doch sehr praktisch, weil man ja immer wieder mit der Situation konfrontiert wird, dass etwas vielleicht nicht gerade schön platziert ist, ein bisschen unausgewogen, und so kann man das im Nachhinein noch neu ordnen. Um dieses Bild nun weiterverwenden zu können, musst du es exportieren. Über die drei Punkte findest du das Teilen-Symbol. Hier siehst du verschiedenste Dateiformate, Photoshop oder transparenter Hintergrund. Da wird es ins PNG-Format konvertiert und anstatt des Papierhintergrunds hast du dann einen durchsichtigen Hintergrund. In diesem Fall wähle ich jetzt aber einfach nur Bilder in Album speichern und ich werde gefragt, ob ich es wirklich zu Fotos hinzufügen. Bestätige mit OK. Und nun ist dieses Bild und nun liegt dieses Bild hier in den Fotos.